des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns an ihm freuen und fröhlich sein. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast den Aposteln den Heiligen Geist gegeben. Wir bitten dich, erfülle alle Herzen, denen du den Glauben geschenkt hast, mit deinem Frieden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aus dem Alten Testament für das heilige Pfingstfest steht geschrieben im Buch des Propheten Hesekiels im Kapitel 37, Vers 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höre des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut, und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe,
da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Oden in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Oden, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Oden. So spricht Gott, der Herr, Oden, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Oden in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verlogen und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräben herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräben heraufhole. Und ich will meinen Oden in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, ich sprich der Herr. Die Epistel steht geschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel, beginnend mit dem Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, da sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch,
und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Hier endet die Epistel. Das heilige Evangelium nach Johannes, Kapitel 15 und 16. Ehre sei dir, Herr. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, da sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Hier endet das Evangelium. Lob sei dir, o Christe. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Steuer deuer feine Wort, die
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So steht geschrieben im Evangelium St. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Liebe Gemeinde, wir feiern heute das heilige Pfingstfest. Es ist der Geburtstag der christlichen Kirche. Das ist der Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Wort, das wir eben gehört haben, Evangelium für das heutige Fest, ist Teil der Abschiedsrede unseres Heilandes. Und er sagt das, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Die christliche Kirche hat Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Vor knapp 2 Wochen. Und heute sehen wir, was der Herr Christus sagte, wird geschehen. Die Juden haben seit Alters 50 Tage nach Ostern ihr Erntefest gefeiert. Im Alten Testament lesen wir, wie das Pfingstfest gefeiert wurde. 3. Mose, Kapitel 23, beginnt mit Vers 9. Und heute hören wir Christus, er sagt, dass der Heilige Geist kommt. Das bedeutet freilich nicht, dass erst am Pfingsten der Heilige Geist sein Wesen und Wirken beginnt. Der Heilige Geist ist die 3. Person der heiligen Dreifaltigkeit und ewig wie der Vater und der Sohn. Der dreieinige Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Ganz am Anfang der Schöpfung sehen wir den Heiligen Geist. 1. Buch Mose im 1. Kapitel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war Finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Was am Pfingsten geschieht, ist, dass der Heilige Geist zu uns kommt, nachdem Jesus das Erlösungswerk vollzogen hat. Der Heilige Geist wirkte bereits im Alten Testament. Er redete durch die Propheten. Glaubensbekenntnis der Kirche, also im Nizenum, sagen wir, ich glaube an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat. Er ist der Tröster. Lasst uns also das heutige Evangelium betrachten und lernen, wer der Heilige Geist ist und was er wirkt. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Person und nicht etwa bloß eine Kraft oder etwas anderes Unpersönliches. Er ist der Geist der Wahrheit, das heißt der göttlichen, uns rettenden Wahrheit. Er bezeugt wirksam den, der Weg,
die Wahrheit und das Leben ist, den Erlöser. Der Heilige Geist ist wahrer Gott mit dem Vater und mit dem Sohn. Was der Heilige Geist wirkt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. So lehrt Dr. Martin Luther im kleinen Katechismus. Der Heilige Geist schenkt uns das Vertrauen auf das Heilswerk, das Jesus mit seinem Sterben und Auferstehen für uns getan hat. Er wirkt und erhält unsere Zuversicht auf Jesus Christus. Die Welt, das heißt die Menschen mit ihren natürlichen Eigenschaften und Talenten, erkennt ihn nicht. Wir kannten ihn auch nicht. Und den Herrn Christus konnten wir auch nicht als Heiland glauben, an Christus glauben. Der Heilige Geist ist jedoch durch die Gnadenmittel an uns tätig. Und die Gnadenmittel, Wort und Sakrament, das heilige Evangelium, Taufe, Abendmahl. Wer sich an sie hält, der wird im Glauben festgehalten und gestärkt. Wer selten oder nie mit ihnen in Berührung kommt, verliert die Verbindung mit Christus und verwirkt seine Berufung zum Heil. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Der Heilige Geist sammelt die Glaubenden zur Gemeinde und Kirche. Die christliche Kirche, deren Geburtstag wir heute feiern, ist nicht eine Art von Vereinsgründung christlich Gesinnter, etwa Sexwahrnehmung, gemeinsame Interessen, sondern Christi Stiftung. Das tut der Herr Christus durch den Heiligen Geist. Der Pfingstbericht der Apostelgeschichte teilt mit, wie sich die Zusage Jesu erfüllt hat und seitdem immer neu erfüllt. Das ist die Lesung, die wir heute gehört haben. Der Heilige Geist wirkte am Anfang der christlichen Kirche, als sie am Pfingsttag geboren wurde. Er wirkt aber immer noch, ja bis heute, Vergebung der Sünden. Damit ist der geisteswirksame Zuspruch der Absolution gemeint, den der Glaubende empfängt. Ferner die Taufe und das Abendmahl, die gleichfalls die Sündenvergebung schenken. Ja, liebe Gemeinde, wenn wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören, dann empfangen wir, was der Geist Gottes schenkt. Auch heute in dieser Pandemie. Der Heilige Geist wirkt, wenn wir das Wort unseres Heilandes hören. Alles, was Jesus uns versprochen hat, wird uns zuteil.
Der Heilige Geist hat sich selbst an das Evangelium, an Wort, Taufe und Abendmahl gebunden. Deshalb finden wir ihn dort und sollen ihn nicht woanders suchen. Der Heilige Geist offenbart Gott uns in der Kirche. Dr. Luther sagt, Zitat, denn die Kirche ist nicht das Haus, in dem Gott als Schöpfer wirkt, so wie er im Anfang alles aus dem Nichts erschaffen hat, sondern ein Haus, in dem er mit uns redet, mit uns umgeht, uns nährt und für uns sorgt, ob wir schlafen oder wachen. Denn die Kirche schließt Gott in sich ein und Gott ist bei uns und macht uns auf diese Weise lebendig und wacht über uns und heilt uns. Und durch diese seine Gegenwart bringt er es dahin, dass sich das Haus Gottes und die Pforte zum Himmel hier in diesem Leben findet. Zitat Ende. Und der Heilige Geist wird weiter wirken. Ja, die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben ist auch etwas, das alle Christen sehen werden. Am jüngsten Tag wird der dreieinige Gott uns sein ewiges Reich geben. Möge der Heilige Geist uns im wahren Glauben stärken und bewahren. Amen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist denn aller Vernunft, bewahre euer Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen. Oh.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott und Vater, gedenke deiner Kirche in Gnaden und erlöse sie von allem Übel. Stärk und behüte sie durch dein heiliges Wort und Sakrament und vollende sie in deiner Liebe. Segne ihre Diener und ihr Werk. Sei mit denen, die um deines Namens willen verfolgt werden. Breite deine Kirche aus über alle Welt, dass das Evangelium Christi allen Menschen verkündigt werde. Bringe sie von den Enden der Erde in das Reich, das du bereitet hast. Herr, gib Frieden der ganzen Welt und lass Treue und Gerechtigkeit auf Erden herrschen. Blicke gnädig auf unsere Häuser und Schulen, damit die Kinder in Gottes Furcht erzogen werden. Verschone unser Land vor Schaden und Zerstörungen. Gib, dass die Früchte der Erde zu unserer Nahrung gedeihen. Segne unsere Arbeit und hilf, dass wir einander dienen. Herr, komm zu allen, die dich suchen. Sei mit denen, die in Gefahr und Anfechtung sind, den Armen, Einsamen und Bedrückten, den Kranken und Sterbenden. Hilf uns in unserem ganzen Leben und gib uns, wenn unsere Stunde kommt, ein Ende in deinem Frieden. Erhöre uns um Jesu Christi, unseres Herrn willen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.